liegt, der dann auch aufzeigt, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Denn wir sind nicht nur gegen etwas in der Not, sondern wir haben Visionen und die sind so konkret, dass wir versuchen, diese zu manifestieren. Und jetzt, bitte Erwin, Dr. Erwin Rigo aus Bregenz, und er spricht einerseits über seine eigene Corona-Geschichte, denn er hatte eine Plage. Er wurde 3-mal falsch positiv getestet. Und ihr werdet jetzt hören, was er durchgemacht hat. Und ich werde mich wieder in die Regie begeben, denn er hat dann Zitate und die werde ich dann auch auf die Video-Wall projizieren. So, bitte. Danke, Armin. Einen schönen Gruß vom Westen Österreichs, vom Bodensee. Die westlichste Station Lochau, wo bevor es den Nachtjahr, dort wohne ich und habe diese Reise gerne auf mich genommen, weil ich auch motiviert genug war, nach den Erlebnissen, die zurückreichen auf Beginn März. Ich war am 9. März bin ich angereist. Und am 12. März bin ich hier positiv getestet worden. Und das Schlimme daran ist, dass ich daraus resultierende Einschränkungen der Grundrechte erfahren musste, obwohl ich keinerlei Symptome hatte. Weder einen Husten, keine respiratorischen Probleme, keinen Geschmackverlust, gar nichts. Ich wurde damals in dieser Hysterie, in dieser Panik, eingeliefert in die Virologie im Kaiser Franz Josef Spital. 5 Tage musste ich dort ausharren unter tatsächlich Infizierten, die auch an der Beatmungsmaschine waren. Und ich habe immer gesagt, was soll ich hier tun? Ja, Sie können ja gerne in häusliche Quarantäne gehen. Dann sage ich, ja, aber ich muss nach Vorarlberg. Ja, haben Sie keine Wohnung in Wien? Ich sage, ja, jeder Vorarlberger hat doch nicht eine Wohnung in Wien. Jetzt mit meinem positiven Test war es unmöglich, einen Transport zu bewerkstelligen. Ich telefonierte mit Roten Kreuz Wien, mit Roten Kreuz Vorarlberg, mit dem Samariterbund, mit dem Grünen Kreuz. Alle abschlägige Antworten. In der Zwischenzeit wurde mir mitgeteilt, dass ein Privattransport zuerst 2.500 Euro kosten würde, was ich bereit gewesen wäre, um das vielleicht nachher als Vorleistung abzurechnen. 2 Stunden später hat es schon geheißen 6.000 Euro. Das war am 13. März in der Virologie. Also Sie sehen, ich habe dann, muss ich sagen, am Anfang natürlich war ich auch verunsichert und habe mir auch gedacht, naja, es könnte ja was dran sein, nur nachdem ich keinerlei Symptome hatte, hat der Glaube mir bald gefehlt und ich habe mehr daran begonnen zu zweifeln. Die Hysterie am Anfang, dann natürlich aufgeheizt durch die ganze mediale Berichterstattung von Wuhan und der Lombardei und so weiter. Ja, und dann sagte ich mir, in dieser Situation muss man Mut beweisen zur Gegenrede. Und das hoffe ich, dass immer mehr Leute Mut aufbringen zur Gegenrede. In den Tagen, dann nach 5 Tagen, um meine Geschichte noch zu erzählen, wurde in der Zwischenzeit in Linz, in Hietzing, die Geriatrie fertiggestellt für die sogenannten leichten Fälle. Also ich wurde als leichter Fall dann tituliert und dorthin überwiesen. In dieser Einzelhaft, beziehungsweise in dieser Freiheitsberaubung, die ich da eigentlich erleben musste, begab ich mich natürlich auf die Suche nach der Wahrheit. Na, wie gelang es mir, ohne Fernseher, es war kein TV vorhanden, ohne WLAN, Gott sei Dank hatte ich mein Mobile Phone, mein Smartphone bei mir
und musste da immer wieder nachladen und selbst kaufen, damit ich überhaupt mit der Welt noch in Kontakt bleiben konnte. Und das für weitere 14 Tage. Ihr müsst euch vorstellen, ich musste auch in dieser Situation bis zum 31. März, bis Ende März ausharren und konnte dann nur aufgrund der Einsicht einer Ärztin, der bewusst geworden ist, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Ich hatte in der Zwischenzeit im KFJ noch einen zweiten PCR-Test anfertigen lassen, aber niemals einen Befund bekommen. Und wahrscheinlich deswegen, weil sie gedacht haben, jetzt ist er vielleicht negativ. Das Problem ist natürlich, dass er jetzt als Negativer bei uns schon 5 Tage hier war, also können wir den nicht nach Hause lassen. Wie auch immer, ich habe mich dann auf der Suche nach der Wahrheit, bin ich auf Dr. Wodak gestoßen, auf Dr. Bhakti und alle diese Informationen, die ich da bekam, die habe ich dann weitergeleitet und bin logischerweise von allen Freunden als Wirrkopf oder als Verschwörungstheoretiker denunziert worden. Wenige, die mir den Glauben schenkten, die meisten glaubten an die unisono, an die Mainstream-Meinung. So wurde natürlich mein Wille zur Gegenrede und Mut zur Gegenrede gestärkt und meine Skepsis ist längst gewichen. Aber ich musste noch weitere 14 Tage mit Plastikbesteck, Plastikbecher und alles, was da noch gefolgt ist, und mich mit Zivildienern begnügen, die war ja recht freundlich ihren Dienst verrichtet haben. Aber medizinische Betreuung gab es ja da nicht. Und wenn ich gesagt habe, ich möchte einen Arzt sprechen, ja, heute wird es sich nimmer gehen, vielleicht morgen. Es war die Hysterie, Panik pur, die ich erlebt habe. Also erwarten wir von einer funktionierenden Demokratie nicht den Erhalt von individuellen Freiheitsrechten, von Mitspracherecht und Entscheidungen in Eigenverantwortung. All das schien Vergangenheit zu sein. Als Unterstützer und Gläubiger an die Demokratie war ich dann doch etwas verwirrt. Die Demokratie scheint mir ist nur dann lebensfähig, wenn der Einzelne bereit ist, für das Ganze Verantwortung zu übernehmen. Ist daher unsere Skepsis gegenüber einem uneingeschränkten Wahrheitsanspruch vom RKI, das Robert-Koch-Institut, das der Politik zuarbeitet, um eine Gesundheitsdiktatur in der EU einzuführen, ist diese Skepsis nicht berechtigt? Und die Frage im Anschluss, cui bono, wem soll das nützen? Ihr wisst ja alle, dass hier Big Pharma im Hintergrund und alle anderen großen Geldgeber beteiligt sind an dieser international verflechteten Abschaffung der Demokratie. Lasst mich also in diesem Zusammenhang auf einen der größten deutschen Denker hinweisen, den Philosophen Immanuel Kant. Zitat Anfang. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wir denken selten bei dem Licht an Finsternis, beim Glück an Elend, bei der Zufriedenheit an Schmerz, aber umgekehrt jederzeit. Der ziellose Mensch erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet sein Schicksal. Das sollen wir uns immer wieder vor Augen halten. Lasst uns daher, ja. Ich bitte ihn, dass er vor allem die Zitate von Richard von Weizsäcker bringt und ich blende die Folien dazu ein.
Okay, ich werde mich also dann in dem Fall kurz fassen müssen. Meine Hinweise auf 1984 von George Orwell dürfte jedem Zuhörer bewusst sein. Und möchte eben das Zitat hier von Richard von Weizsäcker damit das abkürzen, der einer der echten Demokraten noch zu einer Zeit, als Deutschland noch eine echte Demokratie war. Er verstarb im Jahre 1994 und war von 1984 bis 1994 eben dort Präsident, Bundespräsident. Alle Diktaturen nähren sich aus der Angst der Untertanen. Ein Zitat von Richard von Weizsäcker. Und genau gegen diese Angst sollten wir den entsprechenden Mut aufbringen und aufstehen und gegen die Angst und den Mut zum Leben haben wieder. Und fördern wir dazu die Auseinandersetzung. Auch mit Andersgesinnten. Respekt vor der Menschenwürde, Meinungsaustausch ist notwendig. Und keiner, die Bitte hier auch von Richard von Weizsäcker an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Und zum Abschluss noch das allerletzte Zitat, weil ich ja aufhören muss aufgrund der Gesetzlichkeit. Auch Weizsäcker sagt, keiner darf für sich den Besitz der Wahrheit beanspruchen, sonst wäre er unfähig zu Kompromiss und überhaupt zum Zusammenleben. Auch wieder ein Zitat, das am Anfang der EU noch gelebt wurde, aber jetzt scheint das nicht mehr der Fall zu sein. Also fassen wir den Mut aufzustehen für die demokratischen Werte und eigenverantwortlich zu leben, auch im Gesundheitsbereich. Und hier an den Schulen ein Appell, ich war ja auch ein Gymnasiallehrer und ich finde das unerträglich zu erfahren, dass Kinder in der Schule mit Maske negative psychologische Konsequenzen ertragen müssen. Wir wissen, dass die Suizidfälle sich vervierfacht haben, auch wenn am 30.03. noch im MTA-Magazin es hieß, dass 300% Suizidfälle bis Ende März auch statistisch nachweisbar waren. So heißt es dann im Ende, am 23.06. von Korrektiv, und wir wissen, wer Korrektiv sponsert und bezahlt, heißt es das genaue Gegenteil. Nein, im Jahre 2019 waren die Notrufanrufe für die Psychiatrie viel häufiger als im Jahre 2020. Und so mit solchen Scheinwahrheiten, Unwahrheiten oder Lügen werden wir konfrontiert. Und dagegen müssen wir aufstehen. Und damit bedanke ich mich, um keinen Konflikt zu verursachen. Danke. Vielen Dank, Rawin.